Nacht nicht zerriss, weil deine Eltern noch zusammen sind. Der Spiegel und faltenlos gewonnen, der Lotterie. Und ich hab das falsche Los, sie immer nie, c'est la vie. Sag mir, womit hast du das verdient? Hä? Womit hast du das verdient? Und ich glaub, ich hasse dich. Deine Fiese, dein Charme, deine fette, fette Karo und die Art, wie du sie warst. Ja, ich hasse dich. Wieso kommst du so gut an bei den Mädels an der Bar? Merke niemand, was du sagst, ist aus Plastik. Tja, tja, ich glaub, ich hasse dich. Hey. Ist vielleicht ein bisschen drastisch. Tja, aber ich hasse dich. Hummer, Schwanz und Kaviar verschwinden im Kölgarten lächeln. 75 Stunden Job und nebenbei noch Wale retten. Die Nase brechen, auch wenn sich nicht lohnt. Denn dein Daddy ist ein Anwalt und dein Onkel ist Pilot. Hast ein Bentley, hast ein Boot, hast den eigenen Pilot. Und egal wo du auch sitzt, fällt dir alles in den Schoß. Ne Fresse für die Vogue und ein Haus in Saint-Tropez. Dein Herz wird nie gebrochen, sagt das letzte EKG. Gestriegelt und faltenlos gewonnen, der geht Lotterie. Und ich hab das falsche. Vertrauen verloren. Wir wollen keine Wut und wir wollen keinen Zorn. Erinnerung verblassen und die Ängste gehen weg. Du kannst mir vertrauen, also bleib auf deinem Weg. Immer zusammen und niemals allein. Wenn jemand was braucht, dann solltest du's teilen. Wenn jemand reich ist und der andere arm, helft euch gegenseitig, das ist der Plan. Keine Gewalt wegen Farbe der Haut. Man kann alles schaffen, wenn man an sich glaubt. Lass dich nicht spalten, uns zusammenhalten. Unser Weg zusammengehen, in der bunten Zukunft sehen. Nur in der Gemeinschaft kommen wir voran. Egal was auch kommt, wir halten zusammen. Jeder hat Besonderheiten, das macht uns aus. Klären es mit Worten und nicht mit der Faust. Wenn ihr so denkt, Leute, dann kommt doch mit uns. Wir sind vereint gegen Rassismus. So schlimme Bilder sind jetzt im TV. Aber wir gehen über Grenzen hinaus. Wenn ihr so denkt, Leute, dann kommt doch mit uns. Wir sind vereint gegen Rassismus. So schlimme Bilder sind jetzt im TV. Aber wir gehen über Grenzen hinaus. Wir sind eine Gemeinschaft mit gleichen Rechten. Glaub mir, Rassismus ist ein Verbrechen. Jeder Mensch macht Fehler, niemand ist perfekt. Und ich sag es so lang, bis jeder es checkt. Alleine ohne Hilfe, da schaffen wir nicht viel. Aber zusammen erreichen wir das Ziel. Niemand ist schwarz oder ist weiß. Wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich. Egal welche Hautfarbe, wir sind alle Menschen. Wenn du jemand auskrankst, musst du es beenden. Wir gehören zusammen, also hilf doch den Armen. Du bist ein Mensch, also hab doch Erbarmen. In der Gemeinschaft kommen wir voran. Egal was auch kommt, wir halten zusammen. Mal vermeiden? Wenn ihr so denkt, Leute, dann kommt doch mit uns. Wir sind vereint gegen Rassismus. So schlimme Bilder sind jetzt im TV. Aber wir gehen über Grenzen hinaus. Wenn ihr so denkt, Leute, dann kommt doch mit uns. Wir sind vereint gegen Rassismus. So schlimme Bilder sind jetzt im TV. Aber wir gehen über Grenzen hinaus. Aber die gute Nachricht habe ich für euch. Das Wetter wird nicht so bleiben. Im Regenbogen gibt's kein Braun! Also, let's manifest!
So, wir sind 3 Minuten, bevor wir offiziell anfangen. Ich bin so krass berührt davon, dass es einfach jetzt schon alles voll ist. Und tatsächlich, ich habe gerade gemerkt, wir konzentrieren uns hier auf der Seite, aber hinter uns stehen auch viele Menschen. Das war leider nicht der Situation angemessen genug hier. Und es wünsche ich ganz, ganz doll wünschen, dass ihr das alle zusammen tut. Say it now! Say it clear! Ganz Berlin, stopp die AfD! Ganz Berlin, stopp die AfD! Es geht noch lauter, Leute! Wer heute mit Stimme nach Hause geht, hat was falsch gemacht! Ganz Berlin, stopp die AfD! Ganz Berlin, stopp die AfD! Ganz Berlin. Stopp die AfD! Stopp die AfD! Und natürlich ist mir bewusst, dass wir nicht alleine alle hier aus Berlin sind. Es gibt viele Menschen, die von außerhalb von Berlin zu uns gekommen. Herzlich willkommen hier in Berlin! Ja, ey, weißt du, ich finde es auch echt besonders wichtig, weil wir wissen alle, es ist eine ganz andere Art und Weise, sich auszusetzen, wenn du irgendwo am Land bist und dort mit Rechten konfrontiert bist. Und wir nehmen das auch später in unserem Programm auf. Also für alle, die aus dem Osten gekommen sind, schön, dass ihr da seid! Ja, damit hast du recht! Wir grüßen auch alle herzlich, die aus dem Westen gekommen sind. Dann begrüßen wir alle, die sich für die Demokratie und gegen Rechts einsetzen. Jeder, der oder die hier heute am Platz mit uns steht, willkommen. Einen massiven Rechtsruck erlebt. Und für mich persönlich kann ich sagen, mich hat es gar nicht überrascht, dass Rechtsextreme, faschistische Pläne haben, geheime Treffen machen
dass sie uns von Rassismus betroffenen Personen abschieben wollen. Dass sie die Demokratie aussetzen. Das bestätigte das, was ich, aber auch viele andere Betroffene jeden Tag erleben. Und wir sagen ganz klar, genau um das abzuwenden, müssen wir an die Menschenrechte halten und festhalten. Gar nicht dabei. Oder wer die Demokratie. Ich habe die Nachrichten über die Deportation von den Rechtsextremen dazu. Gleichzeitig sind die kürzlichen Enthüllungen der Korrektivrecherche definitiv keine Überraschung gewesen. Der Schock in Thüringen leider seit langer Zeit schon in vielen Stadtteilen und Orten das Leben und den Alltag der Menschen auf unerträgliche Weise. Dieses ständige auf der Hut sein, darauf Acht geben, in welchem Stadtteil, auf welchem Spielplatz, um welche Uhrzeit man sich wo befindet, die ständige Angst um die Liebsten, das innerliche Zittern, es könnte etwas geschehen, man könne diese letzte kleine Sicherheit verlieren. Das führt dazu, dass einige von Rassismus betroffene Menschen mittlerweile Teile des Landes vermeiden müssen, aus Angst vor Übergriffen. All das macht das Leben für die Betroffenen zu einem Überlebenskampf. Es geht darum, jeden verdammten Tag zu entkommen und zu überleben. Die Rechtsextremen laufen an vielen Orten nicht nur souverän herum, sondern besetzen auch Geflüchtetenunterkünfte, wie vergangenen Mittwoch in Gera und vor einigen Monaten in Dresden. Unerklärlich bleibt dabei, warum das nicht verhindert wurde. Denn im Fall von Gera wurde diese Besatzung bereits am vergangenen Samstag unter den Augen der Polizei angekündigt. Sie wussten davon und sie haben versagt. Sowohl Polizei als auch der Thüringer Innenminister Georg Meyer von der SPD haben versagt, den dort bald ankommenden Menschen Schutz zu gewähren. Die Rechtsextremen sind auch bereits weit über das geheime Treffen hinaus organisiert, ihr Lieben. Und Realität ist, sie können über ihre Deportationsfantasien offen im Thüringer Landtag debattieren. Dies Mittwoch erst hat die AfD im Thüringer Landtag eine Aktuelle Stunde zum Thema, ich zitiere, Remigration aus Thüringen starten anstatt verteufeln beantragt. Und die Bundesregierung denkt, sie kann die AfD schwächen, indem sie selbst rechte Narrative übernimmt und ihre Politik umsetzt. Jetzt, wenn es gegen die AfD geht, sollen wir also gemeinsam kämpfen mit bürgerlichen Parteien, die Gelder an wichtigen Stellen streichen, die auf Magazinkammern damit werben, endlich im großen Stil abzuschieben, die den größten Abschiebeknast Europas an Berlin-Brandenburger Flughafen bauen, die gerade das vom Asylrecht, das was noch vom Asylrecht üblich war, faktisch auf europäischer Ebene abgeschafft haben und weiterhin Menschen auf der Flucht verhungern, erfrieren, ertrinken und sterben lassen. Mit bürgerlichen Parteien, die Menschen in Heim und Lager zwingen und damit in eine strukturelle Isolation treiben. Das heißt, selbst wenn klar, die AfD ist ganz schlimm, aber angekommen ist es auf den höchsten Politikebene. Das heißt, wo gibt es denn eigentlich noch Hoffnung? Es gibt verdammt viel Hoffnung. Da gucke ich doch mal hier ins Rund und sehe Zehntausende Top-Menschen. Das ist Hoffnung. Und das ist natürlich ziemlich cool, dass wir hier in Berlin zu den Demo hinbekommen. Aber es ist auch ziemlich cool, dass es in kleinen Städten, auch gerade in Ostdeutschland, coole Demos gab. Am Donnerstag in Bad Freienwalde. In Zwickau, in Rostock, in Dessau, in ganz vielen Städten. Live-Schalte kommt gleich, kommen wir gleich zum Ende. Es gibt nämlich auch Landtagswahlen und diese ganzen kleinen Demos,
da in Ostdeutschland, in den kleinen Städten, in den großen Städten. Die berührt nämlich was. Es ist dieses Wochenende das erste Mal, dass die AfD in den Umfragen wieder verliert. Und das gibt verdammt viel Hoffnung. Ich habe da eine Idee. Es muss wieder unangenehm werden, rechte Inhalte in Öffentlichkeit zu verbreiten. Und in Deutschland platz sie in Potsdam. Denn es ist ein Merz mit seinem Zahnarztgelaber. Und manchmal auch ein Linker, wenn er meint, dass die Leute herkommen, die Schutzsuche wegen Bürgergeld. Und das heißt auch für jeden und jede Einzelne von uns, wenn wir hier von der Demo weggehen, im Alltag 365 Tage im Jahr, nicht nur reden, sondern anpacken. Solidarität mit Menschen auf der Flucht. Solidarität mit Menschen auf der Flucht, egal ob sie aus Afghanistan oder Palästina kommen. Solidarität mit migrantischen Menschen, von Rassismus betroffenen Menschen hier, egal wo ihr Background ist, ob es nun Afrika oder der Nahe Osten ist. Und kein Fußball gegen Faschismus! Danke! Hey Leute, kannst du jetzt kurz Sicherheitshinweis? Wir müssen unsere Rettungsgassen wieder freikriegen. Also bitte alle Leute, die auf den Straßen stehen, wir haben noch voll viel Platz auf.